Hat Bio den Plant-Based-Trend verschlafen? Warum sind Bioprodukte eigentlich so teuer? Und warum darf veganer Käse eigentlich nicht Käse heißen? Diese und weitere spannenden Fragen wird uns gleich unser heutiger Gast, der Experte für bio-vegane Lebensmittel, Matthias Beuger, beantworten. Also bleibt dran! Herzlich willkommen zum heutigen Interview auf unserem Kanal. Heute haben wir zu Gast Matthias Beuger. Er ist Experte für bio-vegane Lebensmittel und unter anderem tätig für die AÖL, die Assoziation Ökologischer Lebensmittelhersteller. Und wir werden einige spannende Fragen heute zusammen beantworten. Hallo Matthias. Hallo Markus, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass du da bist. Und vielleicht magst du dich kurz noch mal selber ein bisschen vorstellen. Was bewegt dich? Was machst du, dass wir wissen, wo wir dich einordnen können? Ja, ich bin Matthias Beuger. Ich arbeite für die Assoziation Ökologischer Lebensmittelhersteller. Das hast du ja schon gesagt. Dort mache ich politische Arbeit, bin viel in Berlin und in Brüssel unterwegs und versuche, bio-vegane Produkte weiter voranzubringen. Dann arbeite ich noch für den Verein Back Organic, in dem du ja auch Vorstand bist, der eine bio-vegane Zertifizierung macht und wo wir versuchen, den pflanzlichen Trend für Bio wieder nutzbar zu machen und andersherum. Und dann habe ich noch ein kleines Start-up-Unternehmen, Veggie Specials, mit dem wir bio-vegane Lebensmittel vertreiben, die wir bei Unternehmen retten. Und du hast auch einen Podcast, ist das richtig? Und wir machen auch einen kleinen Podcast, wo wir versuchen, die politischen Themen auch ein bisschen aufzuarbeiten, also insbesondere politische Themen, aber natürlich auch andere spannende Gäste, mit denen wir irgendwie hier zu verschiedenen Themen sprechen. Ja, sehr schön. Also erwartet ein spannender Themenbereich gleich. Und wir haben uns ja zuletzt getroffen auf der Biofach in Nürnberg, die jetzt nach so ein bisschen Zwangspause, abgesehen von der letzten Sommerbiofach, wieder, sage ich mal, in relativ normalen Rahmen stattgefunden hat. Die Biofach, für die, die es nicht wissen, ist ja die weltgrößte Messe für Bio-Lebensmittel, aber auch für Naturwaren, also Kosmetik und Ähnliches. Und da trifft sich sozusagen die Bio-Welt international. Ja, wie war denn dein Eindruck von der Messe dieses Jahr? Ja, also ich fand die Messe tatsächlich sehr spannend dieses Jahr. Das liegt sicherlich auch daran, dass wir das erste Mal die Erlebniswelt vegan gestalten durften. Dadurch waren wir viel beschäftigt und haben viele spannende Themen, gerade auch Themen zu Wertschöpfungsketten, zu wie machen wir vegan und bioregionaler, wie verbinden wir die Themen miteinander dort gestalten durften. Und für mich war es super spannend zu sehen, wie sich der Markt entwickelt. Aber da kommen wir sicherlich später auch nochmal drauf. Mhm. Was waren denn so die, sag ich mal, Trends? Hast du da, wie kann man das zusammenfassen? Was gab es da an Neuem auf der Messe, was ist also anders war als die Jahre vorher? Ja, also ich finde tatsächlich, dass die Biobranche da doch durchaus noch Lernbedarf hat und weiter nach vorne gehen kann, gerade bei der Nutzung von Trends oder von Bewegungen wie der pflanzlichen Bewegung. Da könnte viel mehr Musik drin sein, wenn man sich den Markt sonst so anguckt, dann ist es doch erschreckend, wie wenig Innovation und Neuheiten irgendwie in dem Bereich bei Bio vorhanden sind. Aber es gibt natürlich trotzdem ein paar schöne Trends und das ist für mich insbesondere der regionalere Trend. Also es gibt viele Leguminosenprodukte, also Leguminosen, quasi Hülsenfrüchte, Proteinträger, die regional angebaut werden. Es gibt Tempeh-Hersteller, die jetzt ganz regional auf ihre Bohnen sourcen und das finde ich eine tolle Entwicklung. Ja, und es war ja auch relativ gut besucht, allerdings nicht so gut wie die Jahre vorher oder bis 2020. Da haben wir uns ja auch noch getroffen, ne? Im Februar 2020 zuletzt. Und wie würdest du das erklären, dass jetzt doch so ein bisschen Zurückhaltung war? Also es waren ja trotzdem sehr, sehr viele. Ich weiß nicht, hast du die Zahl parat, wie viele Besucher es waren? Ich weiß es nicht aus dem Kopf, sonst werden wir das einblenden, aber vielleicht weißt du es. Ich glaube, das müsstet ihr tatsächlich einblenden, dass die genauen Zahlen kenne ich auch noch nicht.
Aber klar, also die Corona-Krise hat uns ja schon so ein bisschen in Atem gehalten und sich da in dem Rahmen zu treffen, war ja jetzt lange nicht möglich und wahrscheinlich muss man sich erstens ein bisschen wieder dran gewöhnen. Mhm. Viele steigen vielleicht auch auf digitale Formate, die die Biofach ja mittlerweile auch anbietet, um. Grundsätzlich ist auch in vielen Häusern einfach noch so eine gewisse Zurückhaltung und es gibt bei vielen Unternehmen auch in diesem Winter noch Reiseverbote mhm. und das macht es nicht unbedingt leichter, die Messehallen da auch zu füllen, aber man merkt, dass es ein Zurückkommen gibt und dass es dass es jetzt sich doch schon stark verändert. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass das nächstes Jahr schon wieder nochmal ein Schritt in Richtung vollere Hallen ist. Mhm. Aber klar, ausländische Gäste zum Beispiel sind sicherlich auch weniger da gewesen mhm. als vor den Corona-Zeiten. Ja, naja, dann hoffen wir einfach, dass das wieder ins Laufen kommt. Wir sind ja beide der Meinung, dass Bio und Vegan zusammengehört oder Vegan und Bio, egal wie rum man das sieht. Warum ist das denn so? Wie würdest du das begründen? Warum ist das wichtig, dass man beides zusammendenkt oder auch in der Praxis eigentlich umsetzt? Naja, wir sind ja beide davon überzeugt, dass wir eine pflanzliche Ernährung zumindest überwiegend pflanzliche Ernährung brauchen auf dieser Welt. Und ich glaube, da gibt uns die sonstige Wissenschaft auch recht, dass wir nur mit einer ressourcenschonenden Ernährungsweise die Probleme, ich nenne jetzt mal einfach Klimawandel als eins der Probleme, in den Griff bekommen. Und dass es aber gleichzeitig auch viele andere Probleme gibt, die mit der Landwirtschaft einhergehen, wie beispielsweise die verunreinigten Grundwässer, die Rückstände durch Pestizide, das Artensterben, der Verlust der Biodiversität, mhm. Sind alles Themen irgendwie, die von pflanzlicher Ernährung auch teilweise behandelt werden, aber die halt auch im Biobereich halt eine große Rolle spielen und gerade das Thema Pestizide und der Grundwasserschutz und so, der ist halt essentiell und den müssen wir eben mitdenken, auch bei den pflanzlichen Trends. Ich war auf einem der vielen Vorträge, ist hier mein Kongress auch auf der Biofach und unheimlich viel Angebot und man muss sich da so ein bisschen konzentrieren natürlich. Da ging es um das Thema tatsächlich Pestizidbelastung, aber dann eben nicht auf dem Acker, nicht auf den Lebensmitteln, sondern in der restlichen Welt, Umwelt sozusagen oder auch in Städten. Und das war eine Untersuchung, wenn ich mich richtig erinnere, aus Österreich, die dann festgestellt hat, dass Pestizidabbauprodukte sind ja meistens nicht die originalen Pestizidwirkstoffe, sondern Abbauprodukte daraus, so dramatisch verteilt sind, eben auch in der Stadt, wo weit und breit kein Anbau ist. Und das war auch aus Sicht der Autoren und Autorinnen wirklich erschreckend, wie welche Verbreitung diese Pestizidrückstände inzwischen haben. Und es ist ja, das haben Sie auch berichtet, eben überhaupt nicht so, dass der Einsatz der Pestizide rückläufig wäre, sondern im Gegenteil, das ist tatsächlich jetzt auch in unseren Ländern hier immer mehr geworden ist in den letzten Jahren. Also das ist ja nochmal ein ganz, ganz gewichtiges Argument. Das kann ich ja mit pflanzlich alleine nicht in den Griff bekommen, sondern dazu gehört dann eben Bio. Auch das Thema Mineralwasser fand ich auch spannend. War ich auch in einem kleinen Panel. Bio-Mineralwasser, ne? Wird immer noch so ein bisschen belächelt. Was ist denn da? Bio ist doch immer Bio. Und man sieht ja auch zunehmend, dass bei Mineralwässern, die ja aus geschützten tiefen Schichten, Gesteinsschichten kommen, deswegen ja auch die Mineralstoffe anreichern, eigentlich keine Pestizide drin sein sollten, aber zunehmend auch da, nicht überall, aber immer wieder bei Untersuchungen Pestizidrückstände, ne, oder Metabolite gemessen werden. Also das betrifft uns schon, auch wenn man es eben nicht direkt merkt vielleicht. Ne? Pestizide tun erstmal nicht weh, aber es sammelt sich eben an und welche langfristigen Auswirkungen das hat auf die Gesundheit, wissen wir ja gar nicht. Ja, genau. Also ich glaube, wir müssen so ein bisschen aus diesem Denken rauskommen, dass es irgendwie Schutzzonen und Schmutzzonen gibt. Also dass wir an einer Stelle auf der Welt irgendwie unseren ganzen Abfall hinkippen können oder eben auch Pestizide einsetzen können, dass wir Düngemittel einsetzen können, die sich dann ansammeln in den Grundwässern und dass wir auf der anderen Seite Schutzzonen haben. Also irgendwie müssen wir wieder dahin kommen, im Einklang mit der Natur zu arbeiten. Und da bietet der ökologische Landbau eben eine Alternative an. Und sicherlich gibt es da auch noch starkes Entwicklungspotenzial,
Aber im Vergleich zum konventionellen ist es schon einen großen Schritt voraus. Und es ist tatsächlich auch der einzige so wirklich geschützte Rahmen für Landbau, den es gibt, auf EU-Ebene geschützt, in der Bio-Verordnung festgeschrieben und jährlich kontrolliert. Also wo Bio draufsteht, ist auch Bio drin. Das ist ja immer noch so ein bisschen nicht ganz angekommen draußen, ist mein Eindruck. Ne? Nach wie vor gibt es da immer noch eine Bioskepsis oder hat sich das über die letzten Jahre jetzt vielleicht noch ein bisschen geändert, verbessert? Wie würdest du das einschätzen? Also ich glaube, es gibt immer noch eine Skepsis und immer mal wieder gibt es ja auch mal einen Skandal, den gibt es ja sonst auch überall in der Lebensmittelindustrie. Diese Skandale werden ja auch stark genutzt, die Fehler, die dann da unterlaufen, werden dann auch stark genutzt, um gegen Bio zu schießen. Aber es ist grundsätzlich eben das bestkontrollierteste Lebensmittelsystem, was wir haben. Also eine jährliche Kontrolle haben wir nirgendwo. Und ja. Teilweise werden Betriebe 40 Mal weniger kontrolliert als im Biobereich. Im konventionellen Bereich? Im konventionellen Bereich, viel weniger. Genau. Mhm. Ja, okay. Ist nicht so, dass da jede Amelie Monat dann der Kontrolleur steht von der Lebensmittelüberwachung, sondern das kann auch mal längere Zeit überhaupt nicht vorkommen. Mhm. Ja. Genau. Und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf diese Kombination Bio und Vegan, es gibt ja das Ziel 30-30, das manche vielleicht schon gehört haben. Das bedeutet ja, erklär du es. Ja, also die Bundesregierung hat ja im Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass man bis 2030 30% Ökolandbau im Regal, tatsächlich hat der Bundesminister ja gesagt, erreichen will. Und das ist sicherlich ein großes Ziel, wenn man sich anguckt, dass wir jetzt gerade, je nachdem, wen man befragt, irgendwo so zwischen 9 und, sag jetzt mal, positiv 12% sind. Ich würde wahrscheinlich eher irgendwie in dem niedrigeren Bereich bleiben. Und da haben wir noch eine große Aufgabe vor uns jetzt in den nächsten Jahren. Aber es ist gut, große Ziele zu haben. Und wir wissen ja um den Mehrwert von Bio. Und wir denken oder hoffen, dass da auch die entsprechenden Fördermittel irgendwie jetzt reinfließen, um das umzusetzen. Das ist ja schon in 7 Jahren. Das ist schon in 7 Jahren. Das ist tatsächlich sehr optimistisch. Aber manchmal ist es ja auch gut, wenn man entsprechend hohe Ziele hat, dann kommt man wenigstens irgendwie in die Nähe dieser Ziele. Und das wäre ja schon ein Riesenerfolg, wenn wir es schaffen, sagen wir mal 25%, wie es die EU ja beschlossen hat, in der Farm-to-Fork-Strategie. Wenn wir da in die Nähe kommen, dann haben wir schon ziemlich viel erreicht, aus meiner Sicht. Und irgendwann, ja. Wie ist denn aktuell der Anteil an Biolandfläche in Deutschland? Wie viel Prozent sind das ungefähr? Ja, ich glaube, die Landfläche, da gibt es ja auch mal sehr unterschiedliche Zahlen, so müssten irgendwo so bei 11,5% liegen oder sowas. Da sind ja andere Länder, ja. Österreich zum Beispiel, ne, weiß ich, noch ein paar andere, auch ich glaube sogar die skandinavischen Länder, teilweise deutlich weiter, ne, als obwohl wir einer der größten Biomärkte sind in Deutschland, ne? Auch weltweit gesehen, kann man sagen, oder? Absolut. Ich meine, die landwirtschaftliche Struktur in Österreich ist natürlich auch eine andere. Also es gibt wesentlich weniger Ackerland die Flächen sind einfach anders. Also es gibt viel mehr Weideflächen und dadurch gestaltet sich das nochmal anders. Aber es ist natürlich auch eine Frage des Bewusstseins letztendlich. Und wir als jetzt auch Agrarindustrieland tun uns da einfach sehr schwer. Und wie siehst du jetzt die Rolle von pflanzlich in diesem 30-30-Kontext? Was hat das miteinander zu tun? Naja, ich finde tatsächlich ja immer, wenn man sich auch die Perspektive der Bios anguckt, ne, also wir wollen ja gar nicht 30% Bio, wir wollen ja 100% Bio am Ende oder nahezu 100% Bio. Wenn wir uns das angucken, dann wird das flächentechnisch gar nicht gehen. Also wir werden das an Tierhaltung, was wir aktuell auf der Fläche haben, das werden wir nicht in Bioqualität hinkriegen und das werden wir auch nicht mit flächengebundener Tierhaltung hinkriegen, sondern dann müssen wir einen ganz starken Ausstieg aus dem Konsum tierischer Lebensmittel erreichen und hin zu einer überwiegend pflanzlichen Ernährung kommen. Nur dann können wir überhaupt in Europa einigermaßen regional 100% Bio anbauen. Also das wird ja auch oft kritisiert, das wird ja gar nicht gehen, Bio weltweit zur Versorgung, da sind ja die Erträge viel zu gering. Was sagst du dazu?
Ja, also wenn man das so betrachtet, dass man jetzt 1:1 die Landwirtschaft umbaut, dann stimmt das tatsächlich. Mhm. Nein, wir müssen natürlich auch die Ernährungsgewohnheiten umbauen und da tun sich auch die Bios teilweise schwer. Also da muss man ganz ehrlich sagen, da müssen auch wir noch viel lernen und da müssen auch die Anbauverbände irgendwie offener werden für diesen pflanzlichen Trend und sich nicht immer nur auf die Tierhaltung beschränken in ihrer Kommunikation und in ihrer Arbeit. Mhm. Sondern da muss ganz klar sein, das funktioniert nur, wenn wir da einen großen Step in Richtung pflanzliche Ernährung machen. Stichwort Demeter vielleicht, ne? Das ist ja einer der ältesten oder ist ja der älteste deutsche Anbauverband, 20er Jahre des letzten Jahrtausends gegründet. Ja, die auch einen ganz besonderen Ansatz haben, aber da ist ja die Tierhaltung ganz starker Bestandteil, ne? Des landwirtschaftlichen Organismus, nennen die das ja. Und aber soweit ich weiß, gibt es ja auch Bestrebungen, auch bei Demeter Bauern und Bäuerinnen, manche, die eben keine Tierhaltung möchten, die eben vielleicht Gemüse, Getreide anbauen. Wie ist denn da die Entwicklung? Kriegst du da so intern auch die Diskussion mit jetzt bei Demeter beispielsweise? Also ich selber bin ja kein Demeter-Mitglied, von daher kriege ich die internen Diskussionen nur so nicht so richtig. Mit, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es mittlerweile viele auch jüngere Bauern und Bäuerinnen gibt, die sich auf den Weg machen, auch da irgendwie neue Dinge auszuprobieren und zu experimentieren. Aber Demeter schreibt nun mal in den Richtlinien vor, dass tierischer Dung oder eben, ich meine, man kennt die Geschichte um die Hörner und den Dung, ein fester Bestandteil dieses Kreislaufs sein muss. Und solange man das sich da nicht öffnet, wird Tier immer ein Teil von Demeter sein. Und ich bin mir nicht sicher, ob das zwangsläufig sinnvoll ist, an diesem dogmatischen Ansatz festzuhalten oder ob man da nicht auch einfach offen und flexibler werden muss, was die verschiedenen Regionen angeht, was die verschiedenen Anbaumethoden angeht. Ja, wird also weiter spannend bleiben. Aber das ist denen ja auch bewusst, genauso wie anderen Anbauverbänden, dass das einfach ein Thema ist, ne? Und finde ich dann immer schade, wenn sozusagen das Pflanzliche oder Vegane sogar in den Bioverbänden manchmal eben ja nicht so, also eher so ein bisschen belächelt wird. Und das ist ja genau das, dann sind wir wieder bei der Ausgangsfrage, hat Bio den Plant-Based-Trend verschlafen? Ne? Und da wäre deine klare Antwort momentan ja. Die müssen aufwachen, oder? Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir müssen uns mal klar machen, was ein tatsächliches Bild von so einer Ernährungsstrategie eigentlich bietet. Also was ist denn unsere persönliche Branchenernährungsstrategie? So, die muss ja trotzdem auch sein, dass wir überwiegend pflanzlich uns ernähren. Das müssen wir aber auch laut sagen, damit wir irgendwie auch ernst genommen werden, irgendwie mit unseren Forderungen in Richtung 30 oder 100% Bio und damit wir irgendwie auch was gegenzuhalten haben gegen die Konventionellen, die sagen, wir brauchen eine industrielle Landwirtschaft mit maximalem Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden, um überhaupt die Welt zu ernähren, so wie die Welt sich oder Europa zu ernähren, so wie Europa sich aktuell ernähren will. Und wenn wir da als Bios irgendwie keine Antwort drauf geben, sondern uns irgendwie auf Tierwohl beschränken als einzige, ich meine, ich überspitze das jetzt ein bisschen, aber als einzigen USP, den es irgendwie im Biobereich gibt oder so, dann holen wir weder die neuen Zielgruppen ab, die es gibt. Und ich glaube, die jüngeren Leute, also ich rede jetzt beispielsweise über die Klimaaktivisten, die interessieren sich doch am Ende irgendwie nicht mehr für Bio, die interessieren sich irgendwie für eine Plant-Based Ernährung. Und wenn wir die verlieren irgendwie in der Diskussion, dann verlieren wir auch jegliche Chance auf 30% Bio. Also bei der jungen Generation scheint mir auch so, ist vegan eher ein Thema als Bio, aber ist vielleicht auch ein bisschen pauschal, glaube ich, kann man nicht so ganz allgemein sagen, aber so tendenziell würde ich das schon so einordnen. Ne? Und da gibt's ja auch so ein paar ganz praktische Probleme, auch das Thema, was ist denn jetzt mit zum Beispiel einer Anreicherung im Biobereich bei veganen Produkten, ne? Stichwort Calciumalge. Aber da kommen wir später noch drauf, weil das ist auch ein ja, weiß auch keiner Komplex. So Bescheid, da wirst du hoffentlich gleich nochmal ein bisschen aufhellen. Kommen wir aber vielleicht nochmal auf das Preisthema. Ich hatte ja eingangs provokant gesagt, warum sind eigentlich Bioprodukte so teuer? Ja, sind sie eigentlich teuer oder wie könnte man diese Frage beantworten? Also man muss durch die Bank sagen, ja, am Regal sind sie teuer. Und worauf wir hinaus wollen oder worauf du jetzt auch so ein bisschen anspielst mit deiner Frage, ist natürlich die Frage,
sind das tatsächlich die Preise, die wir denn dann auch wirklich zahlen? Also welche Preise zahlt eigentlich die Gesellschaft durch beispielsweise diese Pestizidbelastung von Grundwasser, Reinigungsnotwendigkeit durch Überdüngung von Feldern und so weiter, Biodiversitätenverlust, Energieeinsatz, insbesondere auch bei Düngemitteln, ne? Also was einem oft gar nicht so bewusst ist, irgendwie die Düngemittelindustrie ist super energieineffizient und die Krise hat jetzt dazu geführt, dass viel weniger Düngemittel irgendwie verwendet wurden, weil die Preise so gestiegen sind und dadurch sind die konventionellen Preise auch wesentlich stärker gestiegen als die Biopreise. Mhm. Und nur durch ein Gegensteuern der EU und eine Subventionierung der Düngemittelfirmen ist das nicht noch weiter ich würde es jetzt tatsächlich Gleichgewicht nennen, gekommen. Und wir hatten schon einige Produkte, die im Biobereich günstiger waren als im konventionellen Bereich. Also gerade tierische Produkte wie Milch oder Butter oder so, waren teilweise in Bio-Qualität günstiger, weil Bio einfach resilienter, also preisstabiler ist und nicht so viele externalisierte Kosten hat. Was sind externalisierte Kosten? Das musst du erklären. Ja, externalisierte Kosten sind quasi die Kosten, die nicht direkt im Produktpreis enthalten sind, die ich nicht an der Kasse bezahle, sondern die ich später beispielsweise durch gesundheitliche Kosten, also über die Krankenkassen bezahle oder eben durch Kosten der Wasseraufbereitung durch andere Kosten oder Maßnahmen, die notwendig sind, um beispielsweise die Biodiversität irgendwie wieder aufzubauen oder zu schützen. Und das zahlen wir ja trotzdem, nur spüren wir das halt nicht direkt am Laden oder an der Ladenkasse, sondern halt dann über Steuern und Abgaben, wie das immer so schön heißt. Und da gibt's ja auch ein paar schöne Untersuchungen. Gab's auch einen Vortrag auf der Messe und ich kannte die Studie oder die Untersuchung auch schon, mal Berechnungen zu schauen, wie viel wäre denn der echte Preis bei bestimmten Lebensmitteln. Die kennst du bestimmt auch, ne? Und dann hat man eben schön gesehen, dass auch Bio-Lebensmittel eigentlich teurer sein müssten, weil sie eben auch bestimmte Folgekosten vielleicht verursachen. Aber am schlimmsten abgeschnitten haben eben konventionelle tierische Produkte. Ich kann jetzt den Aufschlag nicht sagen, vielleicht weißt du es, in welcher Größenordnung, aber es war mindestens mal, würde ich sagen, eine Verdopplung des Preises in diese Richtung im Vergleich zu dem, was man tatsächlich an der Ladenkasse bezahlt. Und bei den Bioprodukten und bei pflanzlichen Produkten, ganz besonders bei pflanzlichen Bioprodukten, war dieser Mehrpreis eben sehr, sehr gering. Und auf der anderen Seite eben die tierischen, konventionellen Produkte. Ja, genau. Also ich meine, vielleicht könnt ihr die genauen Preise aus der Studie irgendwie auch noch mal kurz in einem Sheet einblenden oder so. Das werden wir verlinken, genau. Oder verlinken, genau. Weil ich will jetzt hier auch irgendwie keine Spekulationen anstellen. Aber ich sehe das genauso. Also ich denke auch, dass es mehr als das Doppelte ist in dem Bereich, was aufgeschlagen werden muss. Es gab ja auch von Penny mal diese Aktion, irgendwie, wo man die Preise tatsächlich am Regal angeschlagen hat, die das Produkt eigentlich kosten müsste, in einem Testmarkt in Berlin. Und damit auch so ein bisschen diese Diskussion weiter vorangetrieben hat, was eigentlich der echte Preis eines Lebensmittels ist. Und klar, zu dieser Preisgerechtigkeit müssen wir irgendwie hinkommen, aber gerade der Agrarsektor lebt halt von Subventionen. Und das sind teilweise Marktverzerrungen, die man sich kaum vorstellen kann, die da passieren durch eben die Subventionierung von bestimmten Dingen. Und wenn wir irgendwie darüber sprechen, beispielsweise, ob wir eine Anpassung von Mehrwertsteuer für Milchalternativprodukte umsetzen können oder so, dann wird immer von Marktverzerrungen gesprochen oder wenn wir irgendwie pflanzliche Produkte stärker subventionieren wollen oder so. Aber letztendlich werden tierische Produkte so stark subventioniert, auch auch auf europäischer Ebene, dass es gar keinen freien Markt gibt an der Stelle. Und wir müssen stark einlenken, um die Ziele zu erreichen. Gut, was sagst du jetzt aber der jungen Studentin, die sagt, ja, sehe ich ja alles, aber effektiv muss ich eben gucken, wie ich einkaufe, dann gehe ich halt doch
vielleicht zu den konventionellen Produkten, auch wenn ich weiß, dass eigentlich die Bioprodukte theoretisch preisgünstiger sind. Siehst du, also das ist die erste Frage, die zweite, siehst du denn das in Zukunft tatsächlich, dass wir auch mal dahin kommen, dass im Laden die Bioprodukte zumindest nicht teurer sind als die konventionellen Produkte? Also ich hoffe das, zu der letzten Frage und zu der ersten Frage. Ja, ich glaube, wir alle müssen irgendwie unser Bestes tun, um die Welt ein Stückchen besser zu machen. Und wenn es manchmal nicht reicht, um irgendwie zu dem etwas teureren Produkt zu greifen an der Stelle oder sowas, dann ist das aus meiner Sicht auch kein Frevel, sondern wir müssen alle versuchen, irgendwie in die richtige Richtung zu gehen. Aber wenn man beispielsweise jetzt in den Discountern guckt oder so nach Obst und Gemüse, dann sind die Preisunterschiede ja tatsächlich kaum noch merklich. Mhm. Also hängt natürlich auch immer vom Produkt ab, wie regional ist es, wie saisonal ist es. Aber da kann man schon viele, ich sag mal, Schnäppchen machen. Und von daher ist das aus meiner Sicht eine gute Möglichkeit, wenn man sich so ein bisschen umguckt und vielleicht auch die Zeit hat, sich so ein bisschen mit Lebensmitteln und mit Kochen zu beschäftigen, auch viel Geld zu sparen. Mhm. Das Stichwort ist ja auch saisonale Produkte. Und da zeigt sich ja immer wieder, ne? Wenn jetzt eben Sommer ist, dann sind die Salate einfach günstiger als im Winter. Und dann ist der Unterschied zwischen Bio und konventionell oft gar nicht mehr oder sehr, sehr gering vorhanden. Also das ist ja grundsätzlich eine Empfehlung, was wir auch in der nachhaltigen Ernährung, gibt es ja 7 Schritte und einer davon ist eben regionale, saisonale Lebensmittel zu kaufen und durchaus auch aus ökonomischen Vorteilen, ne, weil sie eben tatsächlich dann auch günstiger sind, als wenn ich sie außerhalb der Saison kaufe, wenn sie von weiter her kommen. Dann weiteres wichtiges Thema ist ja die Frage der Kennzeichnung, der Benennung. Und da gibt es ja auch viel Konfusion. Und eine Meldung, die ja sehr breit durch die Presse ging, ist, dass eben veganer Käse nicht Käse heißen darf oder vegane Butter nicht Butter heißen darf. Und wir bekommen sehr viele Fragen über unsere YouTube-Kanäle, Instagram und so weiter. Leute, die uns direkt fragen, warum ist das denn so? Warum darf denn veganer Käse nicht Käse heißen? Warum ist das so, Matthias? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also für mich ist das auch völlig unverständlich, warum das so ist. Aber vor vielen Jahren hat die Milchindustrie sich dafür eingesetzt, mit der Milchverordnung einen Bezeichnungsschutz einzuführen auf europäischer Ebene für Milchprodukte. Damals tatsächlich noch so ein bisschen, um auch diese Nachkriegswehen und die damals daraus entstandenen Analogprodukte abzuwehren und die Wertigkeit von Milch eben aufrecht zu erhalten aus heutiger Sicht und bei auch aus heutiger wissenschaftlicher Sicht, was die Studien angeht, ernährungsphysiologischen Themen, ist diese Verordnung aus meiner Sicht völlig veraltet. Trotzdem, und das ist ja tatsächlich auch etwas, was in dem Urteil des EuGHs zu dieser Fragestellung. Was ist der EuGH? Der Europäische Gerichtshof musste entscheiden, ob pflanzliche Produkte eben als Milch oder als Käse oder als Butter bezeichnet werden dürfen. Und da hat der Europäische Gerichtshof zwar auch angemerkt, dass es vielleicht nicht mehr zeitgemäß sei, aber es gibt nun mal diese Verordnung. Und wenn man sich an diese Verordnung hält, dann besteht da eben ein Schutz. Und dann dürfen diese Produkte eben nur dann so benannt werden, wenn sie aus Eutersekret hergestellt worden sind. Ein sehr schönes Wort, genau. Und da hat ja ein deutscher Hersteller, meine ich, geklagt, richtig? Ein deutscher Biohersteller genau. Auch, der pflanzliche Alternativprodukte herstellt. Genau, da hatte die Firma Topotown irgendwie geklagt damals und hat leider nicht recht bekommen, muss man ja tatsächlich sagen. Obwohl das aus meiner Sicht auch den politischen Zielen der Europäischen Union entsprechen würde, hier Recht zu geben. Zumindest hat man dann irgendwie auf Oberlandesgerichtsebene hier in Deutschland nochmal das Recht erstritten, Produkte, und das ist ein anderer Hersteller gewesen, aber Produkte als Käsealternative bezeichnen zu dürfen. Und das ist wieder eine Öffnung, über die ich tatsächlich sehr froh bin, weil ich meine, wie soll der Verbraucher sonst den Alternativzweck kennen, zu dem das Produkt irgendwie genutzt werden kann. Ja,
Und ein Argument ist ja häufig, ja, die Verbraucher, wir dürfen die Verbraucher nicht täuschen. Dann kaufen die aus Versehen veganen Käse, billigen Analogkäse, ne? Das ist ja so die Argumentation. Ja, ist die Gefahr wirklich da? Ja, also aus meiner Sicht tatsächlich nicht. Also aus meiner Sicht gibt es keine Verwechslungsgefahr. Und ich meine, das sind ja alle Bestrebungen, auch die im Fleischalternativbereich, die sich immer darauf berufen, dass der Verbraucher, der mündige Verbraucher, den Unterschied nicht feststellen kann, was ja schön wäre grundsätzlich, als wäre eine Auszeichnung auch für die Produkte, dass sie besonders gut es geschafft haben, irgendwie da eine Alternative zu bieten. Aber alle Hersteller versuchen ja, die Produkte vegan zu kennzeichnen, weil die Käuferschichten genau das möchten. Und man kennzeichnet groß und breit eigentlich, dass es sich um eine Alternative handelt. Von daher finde ich diese Argumente überhaupt nicht stichhaltig. Ja, also wirklich völlig überholt, diese Regelung, könnte man sagen. Und noch verwirrender ist ja, beim Würstchen geht das aber, ne? Das darf dann trotzdem Würstchen heißen. Und Geschnetzeltes und so weiter und Schnitzel, wie kann man denn das jetzt jemandem erklären? Ja, naja, ich sag mal, das eine ist halt Europarecht, da hat man halt früh genug gute Lobbyarbeit gemacht, um diese Bereiche halt irgendwie zu schützen. Das hat man im Fleischbereich nicht gemacht. Trotzdem gibt es in Deutschland mit der Lebensmittelbuchkommission und den Leitsätzen für vegan-vegetarische Lebensmittel mit Ähnlichkeit zu tierischen Lebensmitteln oder so ähnlich, den Versuch, auch hier einen Bezeichnungsschutz zu etablieren. Und aktuell ist die Diskussion da tatsächlich, dass nur Produkte, die möglichst ähnlich sind, auch so benannt werden dürfen und dass es bestimmte Bezeichnungen gibt, die eben nicht mehr genutzt werden dürfen, auch im Fleischalternativbereich und andere eben nur dann, wenn eine besonders hohe Ähnlichkeit besteht. Und das ist aus ernährungsphysiologischer Sicht ja auch völlig an dem Verbraucherinteresse vorbei, weil der Verbraucher natürlich nicht das Interesse hat, ein möglichst ähnliches Produkt aus einem hochverarbeiteten Betrieb irgendwie zu essen, sondern ein besonders gesundes Produkt, was eine Alternative bietet zu tierischen Produkten. Mhm. Und ich glaube, da schneidet man sich so ein bisschen ins eigene Fleisch irgendwie bei den Entwicklungen. Mhm. Also das bleibt weiterhin spannend. Beim Fisch weiß ich nicht, gibt es da auch irgendwelche Einschränkungen? Weißt du das? Da ist ja noch der Markt nicht so groß für Fischalternativen, aber die Fischindustrie hat sich da noch nicht geregt offenbar, oder? Doch, leider schon. Ach, also tatsächlich, die Leitsätze beziehen sich tatsächlich auch auf Fischprodukte. Also die sind nicht nur für Fleischprodukte, sondern eben auch für Fischprodukte. Okay. Letztendlich ist es... Veganes Schlemmerfilet gibt es dann vielleicht irgendwann nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es eins gibt bisher. Ja. Ja, da muss man tatsächlich immer so ganz genau hingucken. Mhm. Also was definitiv nicht geht, ist eben veganes Lachsfilet beispielsweise. Also das wird sicherlich problematisch werden in Zukunft. Der Begriff Filet ist sehr umstritten aktuell, wie der auszulegen ist und welche Ansprüche, also ein sehr, sehr ähnliches Fischfilet oder ein sehr, sehr ähnliches Filet würde vielleicht noch gerade so gehen, aber umso weiter weg man dann tatsächlich irgendwie von der tierischen Anlehnung ist, desto schwieriger wird es dann, das Produkt tatsächlich auch so zu benennen. Ich habe da auch mal geblättert in diesen Leitsätzen, ne, von denen du gesprochen hast. Das ist ja schon sehr, sehr vage formuliert auch. Und also ich kann jetzt den genauen Wortlaut nicht wiedergeben, aber wenn es eben vom Geschmack her, von der Textur her, von der gesamten Beschaffenheit sehr nah am Original ist, dann geht's ja, oder dann geht's in bestimmten Fällen auch wieder nicht. Beim Schnitzel ja, bei anderen Teilen dann wieder nicht. Also das versteht eigentlich kein Mensch. Und praktikabel ist das ja eigentlich nicht, ne? Also liegt denn das Problem, ein veganes Schnitzel Schnitzel zu nennen? Aber das sehen Leute, die Fleischesser und Fleischesserinnen häufig ja genauso. Warum muss das denn, ne? Ist ja die andere Frage. Nicht, warum darf es nicht so heißen, sondern warum muss das denn so aussehen? Warum muss das denn so heißen, ne? Das kommt ja genauso, diese Frage. Also da ist auf jeden Fall immer Spannung bei dem Thema, wenn man irgendwo damit konfrontiert wird. Absolut, ne? Und meine Antwort darauf wäre halt, damit du vielleicht einmal die Woche das vegane Schnitzel isst. Deswegen muss das genauso aussehen. Genau. Für mich brauchst du das auch nicht.
Dann sind es immer noch 6 andere Schnitzel und immer noch viel mehr als die DGE empfiehlt zum Beispiel. Ne? Mit genau. Maximal 300 bis 600 Gramm Fleisch und Wurst pro Woche, nicht pro Tag. Und auch nur dann, wenn Fleisch gegessen wird, sagen die ja inzwischen. Ne? Die DGE hat das ja auch inzwischen, ist ja eine vegetarische Ernährung, ist für die absolut okay, in Ordnung, wunderbar. Bei vegan tun sie sich noch so ein bisschen schwerer, aber auch da gab es ja viel Annäherung, also oder viel Entwicklung, sage ich mal. Das dauert halt immer so ein bisschen. Ja, kommen wir noch mal zu dem anderen Thema, was jetzt auch so Kennzeichnung, Zutaten betrifft. Im Biobereich ist ja einiges nicht erlaubt, was ja grundsätzlich gut ist. Du hast ja auch Bio kennzeichnet, dass eben nicht alles mögliche an Zusatzstoffen zum Beispiel in die Produkte rein darf. Oder aus dem veganen Blickwinkel ist das natürlich manchmal nicht ganz so schön, weil Vitamin B12 zum Beispiel ja eben nicht, zumindest synthetisch, zugesetzt werden darf. Und wir empfehlen ja auch in unserer veganen Gießener veganen Lebensmittelpyramide bei den Milchalternativen möglichst Produkte, die zum Beispiel mit Kalzium angereichert sind. Und wir empfehlen natürlich auch eine Vitamin B12-Supplementierung. Das darf ich aber nicht im Biobereich. Ja, Stichwort Kalzium. Da gab es ja lange Biomilchalternativen. Hafermilch, Sojamilch, ich sage bewusst Milch, auch wenn das auf den Packungen nicht stehen darf, zumindest in Europa. Aber diese Kalziumalge, die da eingesetzt wurde, die ist ja dann verschwunden. Aber ich habe sie jetzt auch wieder gesehen. Also darf das jetzt rein oder darf sie nicht rein? Was ist da Sachlage? Ja, das ist tatsächlich auch nicht so ganz einfach zu beantworten. Aber ich finde es gut, wenn wir uns darauf einigen, dass wir Milch sagen. Das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall der richtige Schritt in die richtige Richtung. Ja, ja. Absolut. Und es machen ja eh alle so. Mhm. Das ist ja irgendwie nur die Rechtsprechung, die das anders sieht. Ja, also Lithotamnium, sehr komplexes Thema tatsächlich. Das ist die Alge, ne? Lithotamnium calcareum heißt die fachlich oder von der biologischen Klassifikation. Genau. Mhm. Genau. Das ist eine sehr kalziumhaltige Alge, die tatsächlich gar nicht als Alge geerntet wird, sondern erst, wenn sie zum Boden gesunken ist, werden quasi die Überreste geerntet. Und daraus ergaben sich für den auch wieder Europäischen Gerichtshof 2 spannende Fragen. Die eine war, ist es überhaupt ein landwirtschaftliches Produkt, weil es ja schon tot am Boden liegt? Mhm. Und kann es überhaupt bio sein? Also nur landwirtschaftliche Zutaten können biozertifiziert werden, bis auf einige Ausnahmen. Und die zweite Frage, also findet dann überhaupt Biorecht Anwendung? Und die zweite Frage ist eben, darf überhaupt angereichert werden? Und im Biobereich hat man sich halt darauf geeinigt, dass man versucht, dass die Produkte möglichst natürlich bleiben und dass man eben, und das hat so seine Vor- und seine Nachteile, ich sage jetzt mal überwiegend aus meiner Perspektive Vorteile, aber eben auch einige Nachteile, insbesondere wenn es um so wichtige Zusätze geht, wie jetzt beispielsweise hier das Kalzium. Und da hat man eben gesagt, mit konventionellem Lithotamnium oder mit konventionellem Kalzium darf nicht angereichert werden. Das würde hier in dem Fall tatsächlich auch quasi den Rahmen der Bio-Verordnung sprengen. Mhm. Aber man darf oder man hat die Frage offen gelassen, ob man nicht vielleicht auch mit Bio-Lithotamnium anreichern kann, was es zu dem Zeitpunkt damals aber noch nicht so richtig gab auf dem Markt. Und deswegen sind viele Produkte vom Markt verschwunden und sind jetzt so langsam mit dem Bio-Lithotamnium oder mit der Verfügbarkeit des Bio-Lithotamnium wieder auf dem Markt erschienen, was ich eine ganz schöne Entwicklung finde. Und jetzt stellt sich tatsächlich die Frage, darf ich das ausloben? Mhm. Also zu welchem Zweck? Nochmal zusammen, was ist, wenn es Bio-Lithotamnium, die Bio-Alge ist, dann darf sie vermutlich als Zutat, also ganz als Zutat eingesetzt werden. Okay. Genau. Aber nicht zur Anreicherung, sondern eben als Zutat. Mhm. Und was ist der Unterschied? Naja, der Unterschied ist, wenn es als natürliche Zutat eingesetzt wird, als Bio-Zutat, und hat zusätzlich den Effekt, dass es kalziumreich ist, dann ist es quasi eine Zutat und es ist keine Anreicherung. Mhm. Und sobald es angereichert wird, also die einzige Funktion ist, den Kalziumgehalt
anzuheben und das entsprechend dann auch ausgelobt wird im nächsten Schritt, dann liegt die Vermutung nahe, dass es eine Anreicherung, eine verbotene Anreicherung ist. Okay. So, ich sage mal, es ist ein sehr schmaler Grat, auf dem wir uns da irgendwie bewegen. Aber ich würde jetzt die Auffassung vertreten, man sollte das unbedingt ausprobieren und man sollte unbedingt versuchen, diese Produkte wieder an den Markt zu bringen, weil man schon merkt, dass das von der Verbraucherschaft auch einfach gewünscht ist. Und ich persönlich würde mich auch dafür entscheiden, ein solches Produkt zu kaufen, weil ich finde, das irgendwie eine sinnvolle Unterstützung der Ernährung an der Stelle. Also es ist eine der häufigsten Fragen oder der häufigsten sozusagen in Anführungszeichen Beschwerden in unseren Fortbildungsseminaren, eben über unsere Kanäle, auch jetzt unsere Praktikantinnen im Institut, die meistens eben Ernährungswissenschaften studieren, die meisten vegan leben, die sagen, ah, das ist doch jetzt echt blöd, dass es keine Bioprodukte mehr, keine Bio-Milch-Alternativen mit Kalzium gibt, ne? Aber es gibt wieder einzelne Produkte, die dann eben diese, ja, sag ich mal, diese Möglichkeit, die aktuell besteht, da nutzen, aber dann darf da eben nicht Kalzium draufstehen, dann steht da nur plus Alge, ne, drauf zum Beispiel. Genau, also ganz vorsichtig hat man jetzt angefangen, die ersten Produkte wieder auf den Markt zu bringen, auf denen plus Alge draufsteht. Das ist so der erste Schritt, um mal so anzufühlen, irgendwie wie darauf irgendwie auch reagiert wird. Und der nächste Schritt wird aber sein, tatsächlich auch Kalzium wieder auszuloben. Und aus meiner Sicht bestehen da auch gute Chancen, irgendwie, dass man eben Bio-Lithotamnium oder die Bio-Alge einsetzen kann, um eben auch dieses Kalzium auszuloben, dann auf dem Produkt. Und ich bin sicher, dass wir da in den nächsten Jahren auch noch viele Produkte sehen, die wieder Kalzium auf den Produkten drauf haben oder in den Produkten drin haben. Und ich finde das eine gute Entwicklung. Und da muss man halt sehen, ob der Europäische Gerichtshof oder ob die Behörden da tatsächlich gegen Sturm laufen. Ja, also aus Verbrauchersicht, Verbraucherinnensicht sicher ganz klar, dass das gehen sollte. Ne, wir wollen ja auch, dass Bio gekauft wird. Nochmal Stichwort 30-30. Ne? Und das wäre wieder so eine Bremse, die dann wirklich die bestimmte vegane Produkte auch betreffen würde. Ne? Vielleicht nochmal, das hatten wir vorhin jetzt, meine ich, gar nicht so sehr besprochen, hängt aber auch damit zusammen. Also der Trend zum Veganen und zu veganen Produkten, der ist ja ungebrochen, ne? Der steigt ja weiter. In der Inflation hat es da ja so leichte Verschiebungen gegeben, ne? So ein bisschen mehr einmal im konventionellen Bereich, ist so mein Eindruck. Und dann, wenn Bio, dann eher Discounter-Bio statt eben Fachhandels-Bio. Das ist ja so ein Hauptproblem jetzt von der Biobranche. Wenn wir jetzt aber nochmal dieses Konventionelle und das und den Biobereich vergleichen, ne? Also Stichwort Rügenwalder, andere Produkte, da ist das schon so, dass dieser Bereich sich im Lebensmittelhandel, also in den konventionellen Supermärkten, weiter ausbaut, oder? Das kann man schon so sagen. Ja. Ich würde vielleicht sogar noch mal einen kleinen Blick irgendwie in die Vergangenheit werfen, und zwar, wo eigentlich diese Bewegung herkommt. Also ein Großteil der pflanzlichen Bewegung, nicht alles, aber ein Großteil, hat sich eigentlich im Biomarkt entwickelt und war Teil der Vollwerternährung. Und viele Produkte sind daraus entstanden und haben diesen Trend auch anfangs sehr stark irgendwie mit, oder die Märkte sind diesen Trend sehr stark mitgegangen, oder diese Entwicklung. Kann man ja auch gar nicht mehr Trend nennen, ist ja schon schon etabliert. Und haben dann aber irgendwann so ein bisschen den Anschluss verloren, aus meiner Sicht so ein bisschen zu dem Zeitpunkt, wo die ersten Krisen wie BSE oder so auf den Markt kamen und man sich ganz stark irgendwie mit dem Thema Tierhaltung auseinandergesetzt hat in der Branche. Das ist schon länger her, ne? Das ist schon sehr lange her. Einige von, warst du da schon auf der Welt bei BSE? Also ich schon, aber ja. Bisschen auf der Welt war ich da schon, aber da war ich noch sehr jung. Ja, genau. Aber da fing das an, dass irgendwie diese Themen halt einfach spannend wurden, irgendwie auch, um sich da abzugrenzen und irgendwie klarzumachen, was Bio irgendwie als Leistung mehr kann. Und irgendwie hat man dann so ein bisschen aus meiner Sicht so diese Entwicklung dann auch nicht stark genug im Bio-Bereich unterstützt und hat halt... Also wenn ich so zurückdenke an meine Zeit, als ich mal bei Tofutown gearbeitet habe, da hatten wir erst irgendwie 1 Meter im Rewe Regalreihe mit Produkten, mit bio-veganen Produkten von Tofutown. Dann hatten wir 2 Meter, dann hatten wir 3 Meter und dann drehte sich dieser Trend. So, ich würde mal sagen, ungefähr 2016, 17 rum,
Und dann schrumpfte das bio-vegane Regal immer weiter zusammen. Und heute liegen da vielleicht noch irgendwie zwei Topas Tofus und ein bisschen Eigenmarke von Rewe. Und alles andere ist irgendwie konventionell. Ja. Und mittlerweile auch 5 oder 7 Meter gewachsen. Mhm. Und das ist natürlich schon so ein bisschen die Frage, ne? Also wie, aus welchem Grund ist das passiert? Also es wird sicherlich auf der einen Seite den Grund geben, dass die großen Marken natürlich irgendwie viel Geld auch in Kampagnen stecken. Also Rügenwalder hat sehr stark dafür gesorgt, dass diese Bewegung in eine Breite gekommen ist, mhm, hier und auch in den Märkten sich stark etabliert hat. Hat aber damit natürlich auch den gesamten Bio-Ansatz irgendwie bei der pflanzlichen Ernährung irgendwie aus den Supermärkten rausgedrückt. Das ist natürlich irgendwie eine Bewegung, die sowohl für uns Bios nicht so besonders gut ist, aber natürlich auch, was die diese 30-30-Strategie angeht, nicht von Vorteil ist. Was würdest du jetzt empfehlen? Kauft überhaupt keine konventionellen Fleischalternativen mehr oder kann man da so ein bisschen mischen? Was würdest du den Leuten jetzt empfehlen, die zuhören und zuschauen? Ja, also ich glaube, ich bin ja nicht dogmatisch. Also ich würde tatsächlich sagen, wenn man zwischendurch auch mal Lust hat irgendwie auf ein Produkt oder will mal was Neues ausprobieren oder so, dann finde ich das völlig okay, wenn jemand auch mal konventionelle Produkte kauft oder so. Aber man muss sich, glaube ich, insgesamt in der Ernährung bewusst sein, welche Konsequenzen das hat. Und mit den Konsequenzen müssen wir dann letztendlich als Gesellschaft irgendwie alle leben. Und deswegen finde ich tatsächlich, greift lieber zu Bioprodukten als zu konventionellen an der Stelle, wenn es irgendwie geht, wenn ihr es irgendwie aushaltet. Mhm. Ja, also die richtige Mischung, je mehr, desto besser, ganz klar. Also wir können das so ein bisschen zusammenfassen. Es gibt Hoffnung, dass wir hier ein 30% Bio im Regal haben. Der Trend zu pflanzenbasiert oder pflanzlich ist weiter ungebrochen, aber es darf da gerne noch wieder Bio-Schwung bekommen, denn, und das vielleicht auch nochmal ergänzen, ich kann mich ja auch noch erinnern, als ich angefangen habe, das war so kurz vor dem Abi, mich dann eben auch einmal sehr pflanzenbasiert, sage ich jetzt mal, oder vegetarisch damals zu ernähren, plus eben Bio zu kaufen. Dann gab es Tofu-Würstchen zum Beispiel, da gab es halt nur eine Sorte oder zwei, die gab es halt nur im Bioladen, da gab es nicht in Rewe oder sonst wo. Ich erinnere mich auch noch, das ist jetzt wirklich so eine Anekdote, dass ich glaube, es war tatsächlich Rewe, das war irgendwann Anfang der 90er Jahre, würde ich sagen, angeschrieben habe und gefragt, warum könnt ihr denn nicht mal die vegetarischen und veganen Produkte überhaupt kennzeichnen? Und dann haben die, das war dann die Marketing Zuständige, die da eben abgestellt war, solche Fragen zu beantworten, noch als Brief, ne? Das ging ja, da gab es auch keine E-Mail. Da hat sich jemand einen Brief geschrieben, eingetütet und verschickt. Ja, das wird ja aus rechtlichen Gründen überhaupt nicht gehen, ne? Und heute sind wir da natürlich bei ganz anderen Fragen und auf einmal geht doch so manches. Die Kennzeichnung generell ist ja immer noch ein Thema, vegane Kennzeichnung, machen wir vielleicht mal ein anderes Video zu. Aber es hat sich natürlich enorm viel getan. So, und der dritte große Punkt, neben dem Thema gerechte Preise, echte Preise, die Bioprodukte doch eher vermitteln als die konventionellen, ist diese Geschichte mit der Kennzeichnung. Was ist erlaubt im Biobereich? Darf die Alge wieder rein? Ja, offenbar schon. Aber wir hoffen, das wird noch ein bisschen einfacher und vielleicht auch ein Umdenken im Biobereich Richtung, sag ich mal, Optimierung auch dieser pflanzlichen Milch- und Fleischalternativen. Ne? Ohne jetzt überall Zusatzstoffe reinzugeben, sondern da gibt es ja auch innovative Ansätze in der Forschung, wie ich dann mit Fermentation arbeiten kann, darüber vielleicht auch Vitamin B12 reinbekomme in so ein veganes Würstchen zum Beispiel. Veganes Würstchen, das könnte auch so ein Schimpfwort sein, so ein bisschen, gell? Für ja, aber wird wahrscheinlich auch als Schimpfwort. Beide Einzelbegriffe werden wahrscheinlich auch als Schimpfwort benutzt. Wahrscheinlich, genau. In der Kombination vielleicht auch. Genau. Super. Ja, Matthias, vielen Dank dir. Hast du noch irgendwas, was wir vielleicht noch nicht gesagt haben, eben noch eine Abschlussmessage, die du gerne noch rüberbringen möchtest? Naja, also erstmal, glaube ich, müssen wir optimistisch bleiben. Und wir schaffen das schon mit den 30%, wenn wir uns richtig anstrengen. Und dann schaffen wir vielleicht auch die 100% aus meiner Sicht irgendwie als Zielsetzung, vielleicht nicht 2030, aber vielleicht 2050. Dafür würde ich mich auf jeden Fall stark machen.
Und ich finde aber gleichzeitig müssen wir halt auch irgendwie gucken, dass wir es den Leuten auch so einfach wie möglich machen, da mitzugehen. Und deswegen dieses ganze Thema Fleischalternative ist ja nichts anderes als eine Ernährungsumgebung schaffen, um es einfach zu machen, das Richtige zu tun und auf die gesunden Lebensmittel oder auch auf die nachhaltigen Lebensmittel irgendwie zuzugreifen. Und ich glaube, das muss unser oberstes Ziel sein. Wir können nicht immer sagen, der Verbraucher trifft immer die falsche Wahl, sondern wir stellen dem Verbraucher auch gar nicht die Option zur Verfügung, die richtige Wahl zu treffen. Mhm. Wenn wir das hinkriegen, dann bin ich optimistisch, dass 2030 wir 30% haben und es weiter wächst. Bis dahin werden wir uns sicher nochmal sprechen hier auf dem Kanal. Sehr schön. Ich würde mich sehr freuen. Das machen wir. Es hat viel Spaß gemacht. Ich fand das super, super spannend. Und wir werden alles hier verlinken an Informationen, die wir jetzt gegeben haben, auch zu deinem Podcast und anderen Dingen. Ja, dann danke ich allen, die zugeschaut haben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Empfehlt das Video, liked es und kommentiert gerne Fragen zu den Dingen, die wir heute besprochen haben. Ich denke, da gibt es einige Fragen, die wir dann sehr, sehr gerne beantworten. Vielleicht dann auch in einem weiteren Video aufgreifen. Also am besten gleich loslegen mit Kommentieren, Fragen und so weiter. In diesem Sinne, alles Gute und danke dir nochmal. Ne? Tschüss. Ja, vielen Dank für die Einladung. Tschüss.